Gar kein. Die Türken sind sogenannte History Maker. Die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber. Aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dem entgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen, wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und dieses Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt, überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenige Rolle. Die Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleich mit der europäischen Geschichte. Wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern, was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft, also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles denken. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich. Sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für EG, also Russland und Iran und Zentralasien, und ähnliche Länder, also Opfern, die haben einen besseren Platz also in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So etwas gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlovic. Vertrag von Karlovic 1699, das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Consorte Européenne festgestellt und ein europäischer Staat geworden.
also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hatte man. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber, aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dementgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen. Wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und dieses Bewusstsein spielt eine wenige Rolle. Nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt. Überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenige Rolle. Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleich mit europäischen Geschichte, wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern. Was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft, also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles denken. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für EG, also Russland und Iran und Zentralasien und ähnliche Länder also opfern. Die haben einen besseren Platz als in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern. Ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So, es gibt nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlovic. Vertrag von Karlovic 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und
dann die Konvention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Concert Européen festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hat nämlich. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber. Aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dem entgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen, wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und dieses Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt, überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenige Rolle. Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleich mit der europäischen Geschichte. Wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie, unsere Sprache, die Türkei-Türkische, das hat also tausende von griechischen Wörtern. Was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie. Türken sind sogenannte History Maker. Die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber. Aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dem entgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen, wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und dieses Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt, überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenige Rolle. Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleich mit der europäischen Geschichte. Wenige Studien des Altertums.
Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei-Türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern, was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft. Also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles denken. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für Ege, also Russland und Iran und Zentralasien und ähnliche Länder also opfern, die haben einen besseren Platz als in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So etwas gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlowitz, Vertrag von Karlowitz 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann die Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Concert Européen festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hat der Mann. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber. Aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dementgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen, wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und das Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt. Überall auf der Welt, im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenige Rolle. Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleich mit europäischen Geschichte.
wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern, was man da vollkommen einen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft, also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles sehen. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch. Musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für EG, also Russland und Iran und Zentralasien, und ähnliche Länder, also Opfern, die haben einen besseren Platz als in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So etwas gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlovic. Vertrag von Karlovic 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann die Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Concert Européen festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hat niemand. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant, wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber, aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dem entgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen. Wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und das Bewusstsein spielt eine wenige Rolle. Nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt. Überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenigere Rolle. Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen,
wenige Vergleich mit der europäischen Geschichte, wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniger Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern. Was man da vollkommen einen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft. Also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles denken. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für EG, also Russland und Iran und Zentralasien und ähnliche Länder also opfern, die haben einen besseren Platz also in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So etwas gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlovic. Vertrag von Karlovic 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann die Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Consorte Européenne festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hatte man. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber. Aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dementgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen, wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und dieses Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt, überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenige Rolle. Leute haben davon wenige Ahnung.
Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleiche mit europäischen Geschichte, wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern. Was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft, also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles sehen. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für Ägäis, also Russland und Iran und Zentralasien und ähnliche Länder also opfern. Die haben einen besseren Platz also in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So etwas gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlovic. Vertrag von Karlovic 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Concert Européen festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hatte man. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber, aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dem entgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen, wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und dieses Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt,
im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenigere Rolle. Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleiche mit der europäischen Geschichte, wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern, was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft, also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles denken. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für EG, also Russland und Iran und Zentralasien und ähnliche Länder also opfern, die haben einen besseren Platz also in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte, so es gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen, offiziell sogar Karlovitz. Vertrag von Karlovitz 1699, das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Concert Européen festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hat man. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant, wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber, aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dementgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen. Wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und dieses Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in
der Türkei, überall auf der Welt, überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine weniger Rolle. Die Leute haben davon weniger Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleich mit der europäischen Geschichte, wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern, was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft, also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles sehen. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für EG, also Russland und Iran und Zentralasien und ähnliche Länder also opfern, die haben einen besseren Platz also in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So etwas gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlovic, Vertrag von Karlovic 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann die Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Concert Européen festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hatte man. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber. Aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dem entgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen, wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie
Und dieses Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt, überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenige Rolle. Die Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleich mit der europäischen Geschichte, wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern. Was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft. Also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles sehen. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für EG, also Russland und Iran und Zentralasien und ähnliche Länder also opfern, die haben einen besseren Platz also in unserem Außenhandel. Jetzt etwa eine Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So es gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlovic. Vertrag von Karlovic 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann die Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Concert Européen festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hatte man. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber. Aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dementgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät. Seit 19. Jahrhundert, wir haben hervorragende Archäologen,
Wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und das Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt, im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine wenige Rolle. Leute haben davon wenige Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleiche mit der europäischen Geschichte, wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie, unsere Sprache, die Türkei-Türkische, das hat also tausende von griechischen Wörtern, was man da vollkommen einen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft, also. Und ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles denken. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für Ege, also Russland und Iran und Zentralasien und ähnliche Länder also opfern, die haben einen besseren Platz also in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So etwas gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlowitz, Vertrag von Karlowitz 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann die Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Consort Européen festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hat man. Türken sind sogenannte History Maker, die sind Wanderer und Führer der Geschichte. Dem entgegen ist unsere Geschichtsschreibung immer arm gewesen. Ich würde nicht sagen uninteressant. Wir haben sehr farbige, wirklich literarisch hochqualifizierte Geschichtsschreiber. Aber das sind nicht also Geschichtsschreiber im Sinne der modernen Geschichtsschreibung, sondern Chroniker im 16., 17. Jahrhundert. Aber dementgegen eine systematische Geschichtsschreibung und eine systematische Geschichtslehre findet man sehr spät.
seit 19. Jahrhundert. Wir haben hervorragende Archäologen. Wir haben ein wunderbares archäologisches Museum gebildet. Leider die Erbe der Archäologie und das Bewusstsein spielt eine wenige Rolle, nicht nur in der Türkei, überall auf der Welt, überall auf der Welt. Im Volksbewusstsein und im Allgemeinen spielt es überall eine weniger Rolle. Die Leute haben davon weniger Ahnung. Die nationale Geschichte natürlich, das hat man bei uns wenig studiert. Ich würde sagen, wenige Vergleich mit europäischen Geschichte, wenige Studien des Altertums. Zu unserer Zeit hat man Altertum besser gelernt. Und interessanterweise auch ganz weniges Studium der islamischen Geschichte, also was man im Mittelalter im Orient hatte. So, Geschichte ist ein Fach, der eine besondere Reform braucht. Allein also in meinem Leben kenne ich keinen imposanten und impressiven Lehrer im Bereich der Geschichte. In Literatur, ja, türkische Literatur, Physik, Chemie, Mathematik, ja, sogar Geografie, aber nicht in der Geschichte. Natürlich, das ist die Kunst und die Kultur. Man hat vieles gelernt, das muss man immer noch studieren. Schauen Sie unsere Sprache, die Türkei, türkische. Das hat also tausende von griechischen Wörtern, was man da vollkommen wunderschönen Wortschatz hat für viele Sachen. Geografie, Klima, See, natürlich Fisch und dann natürlich Bauwesen, Kilit, Anachtar, Temel und so weiter. Das sind griechische Wörter zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die EU weiterläuft, also. Ich weiß nicht, ob die Türkei also unbedingt und mit großem Traum sich an diese Bund irgendwie bringen soll. Und was bietet er also die Türkei und andere, die noch wirklich eine frische Bevölkerung haben, eine Hoffnung haben? Das muss man alles denken. Natürlich, ökonomisch, wirtschaftlich, sogar politisch. Musste man immer weitergehen. Das sind unsere Nachbarn. Und auf jeden Fall, die Türkei ist in Europa. Seit 800 Jahren sind wir in Europa. Aber inzwischen muss man auch denken, natürlich, sollte man für EG, also Russland und Iran und Zentralasien, und ähnliche Länder, also Opfern, die haben einen besseren Platz also in unserem Außenhandel. Jetzt etwa 1 Million von Kindern, ne? Daran muss man alles denken. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingte Aspekte. So etwas gibt es nicht in der Politik und in der Wirtschaft. Es gibt immer Alternativen. Offiziell sogar Karlovic. Vertrag von Karlovic 1699. Das ist schon ein europäischer Friedensvertrag. Und dann die Convention de Paris, also 1856. Und da hat das Osmanenreich, Türkenreich, sich als ein Mitglied der Consorte Européenne festgestellt und ein europäischer Staat geworden. Also diese Art von Europäisierung und so weiter, das sind nicht also neue Sachen, Erfindungen, das hat der